It's time you open the last door. Aber welche? Kann ich das hier? Das kann ich. Ah! Ich wollte gerade sagen, weil ich bin doch bei beiden schon drin gewesen. Oder war ich hier? Moment. War ich hier nicht auch schon mal? Ich weiß es nicht. Hier sieht alles gleich aus. X. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo ich hin muss. Das ist jetzt gerade mein Problem. Das hier sieht komplett neu aus. Nee, das ist das Badezimmer. Moment, hier war ich schon. Laufe ich jetzt gerade doch falsch. Aber das X habe ich vorher gar nicht gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ich bin hier noch nicht gewesen. Komme ich hier nicht rein? Ach, das ist der... Oder? Das ist doch der eine Raum, wo ich schon mal reingegangen bin, glaube ich. Bin ich jetzt hier irgendwie zu schnell hochgegangen? Oder was ist hier los? Ah, Hilfe. Genau. Achso, okay. Dann muss ich hier wieder rum. Wieder zurück. So, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier schon mal war. Anscheinend nicht, aber hier komme ich auch nicht rein. Okay. Das dürfte aber doch die letzte Tür sein, von der er spricht, oder nicht? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Da ist eine Hand dran. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon mal durchgegangen bin. Ich glaube aber, ich bin hier schon mal durchgegangen, oder? Doch, das sagt mir was hier. Das ist auch alles offen. Ach so, broken. Okay. War das jetzt hier? Ich bin ja gerade irgendwie völlig orientierungslos, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da war ich aber auch schon. Also, ich nehme mal an, dass der wirklich die Tür meint. Dass ich da durch muss, aber... Weil hier auf der Seite ist es ja gewesen, dass es angegangen ist. Jetzt
klappert bei mir im Hintergrund natürlich auch noch die Tür die ganze Zeit. Also es ist wieder richtig toll. Also hier ist das Museum. Das muss ich mal eben auf der Karte schauen. Attic soll genau auf der anderen Seite vom Museum sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, komplett auf die andere Seite. Gut, da sind ja auch zwei, da ist ein Schmetterling. Ah, nee, das sind Türen. Und da sind auch zwei Treppen eingezeichnet. Also wenn ich jetzt vom Museum aus weitergehe. Moment. So, ich stelle mich jetzt in die Richtung. Das müsste theoretisch das obere sein. Das heißt, ich muss mich immer gerade aushalten und dann schräg rechts wahrscheinlich. Hier geht's. Nee, doch hier rum. So, immer gerade aushalten. Dann schräg rechts. Dann sind wir wieder hier. Aber das Attic soll doch irgendwie hier sein. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Oder komme ich dahin, indem ich über das Museum... Moment, in Claires Auto? Hä? Eben stand doch noch, dass ich zum Attic soll. Also jetzt bin ich hier völlig verwirrt, ehrlich. Leute, was macht ihr mit mir? Dann gehe ich jetzt zu Claires Auto. So. Ist mir jetzt auch egal. Aber die letzte Tür ist doch nicht in Claires Auto. Oder habe ich die letzte Tür da gefunden, konnte sie aber nicht öffnen, deswegen soll ich jetzt in Claires Auto. Keine Ahnung. Muss ich auf jeden Fall wieder in den Keller. Da das hier so riesig ist, ist das hier ein irrsinnig großer Komplex, bis man erstmal ins Auto wiederkommt. War das jetzt hier? Boiler Room? Nee, das war hier, oder? Wo das Auto war? Ja. So. Das ist mein Auto. Okay, das ist dann wahrscheinlich Claires Auto. Das ist der Kofferraum. Okay. Nee, das war Moms Auto. Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie. What? Ey, Leute, ihr macht mich hier richtig kirre, ganz ehrlich. Ich glaube, das war irgendwo hier unten, ne? Das ist der Raum. Eine Waschmaschine. Hier sind viele Waschmaschinen. Achso, ein Waschbecken waschen, okay. Zahnspange. Oh Gott. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family, you and Rachel.
Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For two whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Also war es jetzt die Mutter? You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me. You. We didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's wide as far as the eye can see. Beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back... to her. Don't...
Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Hallo? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here forever. Wait a sec, let's talk. And there's also my feet. Okay. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us. Oh. What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Also, das ist gar nicht gut, weil das sieht hier doch sehr extrem nach Selbstmord aus. Vor allem einen ziemlich üblen Selbstmord. Können wir denn nicht hier irgendetwas anderes machen? Ich will die Gangschaltung nicht benutzen. Oder kann ich die Gangschaltung benutzen, um rückwärts zu fahren und den Schlauch wieder rauszuziehen? Wo geht der eigentlich hin? Das weiß auch niemand, ne? Weil der irgendwie so komisch abgebrochen ist da. Leute? Hallo? Ich kann jetzt nur die Gang... Also, bevor ich das jetzt tun werde, muss ich dazu sagen, ich will es überhaupt gar nicht tun. Und ich, I'll stay here with you, Daddy. Mom, we will bring back the Timberline to its fortune, together. We'll be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger, just... Love. Okay.
Ja, das war also The Suicide of Rachel Foster. Oder in dem Fall eigentlich hätte man ja den Titel umbenennen müssen, weil das war ja der Mord an Rachel Foster. Irgendwie war das Ende jetzt sehr verwirrend. Also eigentlich wollte sie sich selbst umbringen. Dann hat sie gesagt, sie wollte mit der Mutter und dem Vater gemeinsam in dem Hotel bleiben. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Also das Ende hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen total konfus gemacht. Ich meine, er hat anscheinend da oben gelebt, der Bruder von der Rachel. Das habe ich soweit alles verstanden. Er hat auch diese ganzen unheimlichen Dinge gemacht. Keine Ahnung, wie man alle Türen auf einmal zusperren kann oder wie man eine Tür zusperren kann, wo man sich nicht hinter verstecken kann, aber man wird nicht gesehen dabei. Also das ist irgendwie schon total seltsam gewesen. Aber gut, ich lasse es jetzt mal einfach so stehen. Ich nehme das an, dass er wirklich da gewesen ist. Und am Ende hat er sich umgebracht. Das habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass ihre Mutter die Rachel umgebracht hat. Wie der Vater gestorben ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm, falls das mal irgendwo gezählt worden ist. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und am Ende wollte sie sich eigentlich auch selbst umbringen. Also die Nicole, die wir ja spielen. Aber sie hat es dann nicht getan. Oder wie? Ich habe es jetzt wirklich nicht verstanden. Also nach allem, was ich weiß, ist es ja so, dass man die Gangschaltung bzw. das Auto benutzt, also anmacht und dann halt eben den Motor laufen lässt, um sich umzubringen. Um dann halt dieses Gas, was dann da entsteht, ich nenne es jetzt mal Gas, was man natürlich nicht einatmen darf, das führt halt dazu, dass man dann langsam erstickt. Aber langsam und schmerzvoll halt erstickt. Aber sie hat es ja jetzt nicht gemacht. Aber sie hat so einen komischen Spruch gemacht, dass sie bei dem Vater und bei der Mutter bleiben will. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Mutter als Geist durch das Hotel irgendwie durchspukt. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe es nicht so ganz. Also, das Ende war ein bisschen konfus. Vielleicht habt ihr da so eigene Ideen zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass ich die letzte Episode definitiv gesplittet habe. Ich wusste ja nicht, wie lange es noch dauert. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand, es hat ganz gut angefangen. Sie waren ein richtig rotzfreches Gör, sag ich mal. Und danach ist das Ganze richtig. Ja, mystisch geworden, am Ende sogar noch fast gruselig geworden. Also, ja, was heißt fast? Es ist gruselig geworden irgendwo. Und dazu wirklich, um das nochmal kurz zu sagen, echt zwei richtig große Daumen nach oben. Hier hat es wirklich mal jemand geschafft, ein Spiel herzustellen, ohne billige Jumpscares, ohne irgendwelche billigen Monster, die überall rumlaufen oder sonst was. Einfach nur durch die Atmosphäre und durch die Story gekoppelt. Eine richtig geile Atmosphäre hinzukriegen und es wirklich irgendwo auch schön gruselig zu machen. Also jetzt nicht so gruselig, sondern richtig schön gruselig zu machen. Und ja, das alles, ohne dass wir ein einziges Mal auch nur einen Geist gesehen haben oder irgendeine Erscheinung oder sonst was. Mal abgesehen von einem Grafikfehler in der Toilette, wo dann auf einmal das immer wieder reingesprungen ist und wieder rausgesprungen ist, wenn wir uns rein oder raus bewegt haben. Richtig, richtig gutes Spiel. Ja, mehr sage ich da auch nicht dazu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in den Kommentaren noch was hinterlassen, wie ihr das Ganze fandet. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.